Sag mir, wie hast du es mit der Rendite? Die Gretchenfrage des DDV im Monat Juni lautete, welche Rendite pro Jahr erwarten Sie von einem attraktiven Anlagezertifikat? Und über die Ergebnisse wollen wir heute sprechen mit Lars Brandau, dem Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes. Herr Brandau, wie sind die Ergebnisse ausgefallen? Welche Renditen erwarten die Anleger? Das entwickelt sich in der Tat schon langsam zu einer Gretchenfrage, weil wir sie wirklich jedes Jahr im Sommer stellen. Und es sind immer wieder für mich sehr überraschende Ergebnisse, weil Zertifikateanleger in meinen Augen sehr sportlich unterwegs zu sein scheinen. Zumindest wenn wir uns die Ergebnisse hier anschauen. Zunächst mal haben da knapp 4000 Personen dran teilgenommen und die Ergebnisse in der Übersicht zeigen tatsächlich bis lediglich 2%. Und da bewegen wir uns irgendwo im Festgeld-, Tagesgeld-Umfeld, also da, wo es wirklich nicht besonders viel gibt. Das sagen nur 3,3% als Renditeziel. 2-4% 15,8%, 4-6% 34%, 6-8% sagen 19,3% und 27,6% sagen, sie wollen mehr als 8% Rendite. Das erscheint mir schon, sagen wir mal, in der Tat wirklich sportlich. Also sind die Ergebnisse bzw. die Erwartungen der Anleger durchaus ambitioniert? Gut, das muss man vielleicht ein bisschen mit der Marktsituation auch erklären. Wir sind jetzt im dritten Jahr in einem Bullenmarkt. Wenn wir uns in den zurückliegenden Jahren einfach mal irgendwann 2010 für ein Indexzertifikat auf dem DAX entschieden hätten, dann wären wir jetzt wahrscheinlich 60-70% vorne. Das haben die wenigsten getan. So, jetzt stellt sich immer die Frage der Relevanz. Welche Rolle spielt bei mir tatsächlich das Finanzprodukt? Welche Risiken bin ich bereit einzugehen? Und wie will ich überhaupt mein Depot insgesamt diversifizieren? Und wenn wir uns das hier anschauen, dann ist das nur dann so zu erklären, dieses Ergebnis, dass Menschen offensichtlich bereit sind, Risiken zu nehmen. Das ist aber sicherlich ein selbstentscheidender Anteil an Anlegern. Das ist nicht der Anteil an Anlegern, die in Anlagezertifikaten unterwegs sind, die tatsächlich Zertifikate nutzen, um ihr Depot abzusichern, sondern es sind tatsächlich Anleger, die auch sicherlich zügiger rein und rausgehen in diese Märkte. Also nochmal ein ganz anderer Typus. Insgesamt ist aber wichtig, dass es beides gibt in diesem Markt, dass wir auch die Anleger haben, die tatsächlich Vertrauen fassen, die eine Long-Only-Strategie ins Auge fassen, die tatsächlich sagen, ich möchte mein Produkt wirklich mehrere Jahre haben, weil es so in mein Depot passt, denn ich muss über die Altersvorsorge nachdenken. Da wird es dann schwierig, wenn ich kontinuierlich mehr als 8% haben will als kleiner Privatanleger. Schwierig, aber wie gesagt, ambitioniert. Lars Brandau, Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes. Vielen Dank für das Gespräch.